Sonneberg mit dem Ortsteil Wolkenrasen. Irgendwie ein fast märchenhafter Name, der jetzt aber in ganz Deutschland bekannt ist für den Landkreis, in dem zum ersten Mal die AfD künftig den Landrat stellt. Eine Partei, die seit 2 Jahren vom Verfassungsschutz in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Die Empörung in den Medien ist groß, das Unverständnis auch und die anderen Parteien zeigen alle mit dem Finger auf den jeweils anderen. War es Protest gegen das Heizungsgesetz? Sind die Menschen in Sonneberg wirklich so radikal? Oder so fragt sich dann der Wessi gerne, ist das nicht einfach nur typisch für den Osten Deutschlands? Der erste AfD-Landrat. Auf der Suche nach den Ursachen. Unser Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Anja Meyer, Journalistin und Autorin für das Fokus-Magazin. Zuvor war sie Korrespondentin für den Weser-Kurier und lange Jahre bei der Taz. Und sie lebt in Brandenburg. Ja. Herzlich willkommen, Michael Bröker, Chefredakteur von The Pioneer. Und der ist in Westdeutschland aufgewachsen, wenn wir schon über Ost und West reden. Professor Astrid Lorenz ist uns zugeschaltet, Professorin für das politische System Deutschlands und Politik in Europa an der Universität Leipzig. Und ich begrüße Professor Hans Vorländer, Parteienforscher an der Universität Dresden. Dort ist er Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung und auch Direktor des Mercator-Forums Migration und Demokratie. Herr Bröker, man hat sich jetzt irgendwie nach diesem Wahlerfolg in Sonneberg, nach der Stichwahl, wo der AfD-Kandidat gewonnen hat, hat man sich so ein bisschen gefragt, womit konnte denn die AfD in Thüringen überzeugen? Was denken Sie? Naja, es ist ja relativ offensichtlich, womit sie Wahlkampf gemacht hat, nämlich mit einer Politik gegen die Ampel in Berlin. Also selbst im Landratswahlkampf war das Heizungsgesetz Thema, es war die grüne Dominanz, die angebliche in der Ampel Thema. Insofern speist sich der AfD-Erfolg nicht nur in Sonneberg, sondern auch im Bund eindeutig, zu einem großen Teil zumindest, durch den Unmut über die aktuelle Bundesregierung. Das zeigt sich in allen Umfragen auch. 2017 war die AfD einfach nicht so stark. 2021 hat sie noch mal zugelegt, nach dem Beginn der Ampel. Und insofern natürlich ist der Unmut über die Bundesregierung gerade ein Treiber für die AfD, egal in welchem Stadtteil, egal in welcher Stadt. Aber der Landrat kann da auch nichts dran ändern an der Ampel. Natürlich nicht, aber das ist bei den Wählern ziemlich egal, weil das ist ein Denkzettel. Die wissen alle ganz genau, wenn wir diesen AfD-Landrat wählen, dann wird das bundespolitisch diskutiert. Bis hin zur Phoenix-Runde wird es dann diskutiert. Und die Leute sind nicht doof, die haben damit auch ein Zeichen setzen wollen. Gerade wenn sich alle demokratischen Parteien, wie es ja da passiert ist, dann gegen diesen AfD-Kandidaten ausgesprochen haben, war es für die erst recht eine Möglichkeit, einen Denkzettel zu verteilen. Leider ist das passiert. Mhm. Frau Professor Lorenz, sehen Sie das auch so? Das ist ja ein sehr kleiner Landkreis, 55.000 Einwohner, ich glaube der zweitkleinste in Deutschland, geringe Arbeitslosigkeit, also nicht keine großen Probleme eigentlich. Ist das jetzt ein ostdeutsches Phänomen? Nein, weil es Ostdeutschland schon länger nicht mehr so gibt, sondern eine relativ starke Spaltung eigentlich zwischen Städten, größeren Städten und ländlich-peripheren Regionen. Und das ist Sonneberg nun mal auch. Und insofern ist das vielleicht eher typisch für solche ländlichen, leicht abgehängten Regionen, die ein anderes Wahlverhalten haben. Sie sehen sich einfach nicht gut politisch repräsentiert. Mhm. Und das hat sich schon länger aufgebaut. Und insofern ist jetzt gar nicht so eine starke Wende eingetreten, sondern das zeigt eigentlich nur noch einmal, dass dieser Prozess schon länger im Gange war. Mhm. Frau Meyer, würden Sie denn auch dem zustimmen, was Herr Bröker sagt, dass die Landratswahl da genutzt wird, um die Kritik an der Ampel auszudrücken? Ja, das scheint mir auch so zu sein, dass die Bürgerinnen und Bürger, ich meine, ein Landrat, ja, den kennt man. Die hatten auch einen Landrat von der CDU und den kannten sie noch nicht so lange. Der ist ja für jemand anderen eingesprungen, aber er war da und er war auch, ehrlich gesagt, so viel ich weiß, auch nicht gerade ein Mann der Mitte so dringend, ja. Mhm. Und trotzdem haben sie den AfD-Mann im ersten Wahlgang nach vorne gewählt und dann in der Stichwahl noch mal mit einer höheren Beteiligung noch eindeutiger in dieses Amt gewählt. Und das ist, finde ich, schon ein klares Votum. Ja? Und auch dieses Einer gegen alle, das hat nicht funktioniert. Oder alle gegen einen, besser gesagt. Entschuldigung, genau andersrum wäre es natürlich richtig, dass man sagt,
die Demokraten schließen sich zusammen, um eine Person oder eine Partei auszuschließen. Das hat einfach nicht funktioniert, sondern war tatsächlich eine, nochmal, glaube ich, eine Aufforderung für die Wählerinnen und Wähler und hat mich auch ein bisschen an die 90er Jahre erinnert, wo die Ostdeutschen auch quasi die SED überwunden haben und dann die SED-Nachfolgepartei PDS gewählt haben. Also dieses Prinzip, dieses Wirkprinzip scheint mir, sagen wir mal, ich bin keine Wissenschaftlerin, aber das hat mich sehr stark an diese Zeit erinnert gerade. Mhm. Herr Vorländer, wie erklären Sie sich's? Frau Lorenz hat gesagt, das ist schon länger ja aufgebaut. Ist das jetzt, also ist das dann eine klassische Protestwahl oder gibt es da inzwischen, weil die AfD ja über Jahre jetzt dort auch gut gewachsen ist, gerade in Thüringen, letztendlich doch Überzeugung? Ja, man muss da genau hingucken. Natürlich ist es so, dass die AfD im Osten viel stärker ist als im Westen. Sie ist im Osten auch viel stärker verwurzelt. Sie ist beispielsweise in Sachsen, aber auch in Thüringen eigentlich seit den 2014er, 15er Jahren ja überall präsent. Sowohl in den peripheren ländlichen Gebieten wie in den Städten. Und sie ist seit 14 beispielsweise in Sachsen ja auch im Landtag. Das heißt, man hat sich langsam dran gewöhnt. Und diese Partei ist der Inbegriff des Widerstands der Ostdeutschen gegen Berlin, gegen die Bundespolitik. Und wir wissen aus Fragen und Befragungen auch sehr deutlich, dass die Berliner Politik ganz generell, die Ampel jetzt noch mal zugespitzt, von einem enormen Misstrauen getragen ist. Und das wissen wir aus den Befragungen, die es in Thüringen gibt. Da gibt es den Thüringen-Monitor. Der zeigt uns sehr genau. Und daneben gibt es eben auch Menschen, die Überzeugungen haben, die identisch sind mit der AfD. Die sind nicht alle rechtsextremistisch, aber sie sind populistisch, sie sind also vom Ressentiment gegenüber Politik generell getragen und sie sind eben auch in manchen Hinsichten fremdenfeindlich, sie fühlen sich auch abgehängt, sie fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Das sind alles Ergebnisse, die wir den Befragungen immer wieder entnehmen können. Und das kulminiert in einer solchen Situation sozusagen on top, ist dann die Ablehnung der Ampel. Und ist ja nun die Frage, was kann die Ampel? Kann die Ampel dann überhaupt da was gegen tun, Herr Brücker? Sehen Sie einen Punkt, wo Sie sagen, wenn die Ampel anders agieren würde, dann hätte es da andere Wahlergebnisse gegeben? Ist das also so einfach? Nicht nur die Ampel, auch die Union, aber da reden wir sicherlich drüber, weil woher die AfD-Zuwanderer kommen, also diejenigen, die jetzt sagen, sie würden die AfD wählen, ist alles analysiert worden. Da gibt es eine große Studie, da gibt es auch eine Forsa-Umfrage, 24% ehemalige Union, aber eben 20% ehemalige SPD, 15% ehemalige FDP-Wähler. Das heißt, da gibt es einen erheblichen Frust in der demokratischen Mitte über bestimmte politische Vorgänge. Das sind alles keine Rechtsradikalen und Rechtsextremen, sonst hätten die nicht vorher CDU, SPD oder FDP gewählt. Würde ich jetzt mal mutmaßen. Ja. Ich würde es mal mutmaßen. 10% gibt es vielleicht, aber nicht 20%, wo wir heute liegen. Also insofern, wenn eine Ampel eine klare, verantwortungsvolle, kommunikativ saubere, ruhige Politik machen würde, übrigens hat sie das in den ersten Monaten in der Ukraine-Krise, im Energieumfeld auch gemacht, dann gäbe es diesen Aufschwung nicht. Und wenn die Union eine klare Linie fahren würde, was sie auch nicht tut, gäbe es diesen Aufschwung wahrscheinlich auch nicht. Sondern dann gäbe es einen harten, schlimmen, traurigen, tragischen Kern an Rechten in diesem Land, der aber nicht bei 20% liegt. Das heißt, Sie machen die Ampel und auch die Union, die anderen Parteien tatsächlich verantwortlich für, sagen wir mal, 10% dieser Wähler? Auf jeden Fall. Wir hatten 2017 einen Höhepunkt, da hat jeder 10. Wahlberechtigte die AfD gewählt. Ganz eindeutig von allen Analysen, Flüchtlingskrise, da gab es ganz viel Humanität, ganz wenig Ordnung, also gab es diesen Aufschwung für die AfD. Danach ist der zurückgegangen. Es gab keine Landtagswahl mehr, keine Regionalwahl, wo die zugelegt haben. Da würde ich widersprechen. Aber nach 2021 sind sie jetzt auf 20% hochgegangen, sonst würden wir gar nicht diskutieren. Herr Vorländer und dann Frau Lorenz. Also 2017 war die AfD die stärkste Partei bei der Wahl. Das fing mit der Europa. Also in Ostdeutschland, also in Sachsen. Das war die Flüchtlingskrise und danach war. Nee, sag ich ja. Moment, da haben Sie sich verstanden. 2017 war sie an ihrem Höhepunkt. Und dann ist sie wieder runtergegangen. Dann ist sie aber runtergegangen. Ja, sie ist eigentlich in den Umfragen nicht runtergegangen. Sie war ja auch 19. Wahlen, die war ja bei Wahlen, auch bei Landtagswahlen. Bei 17 bis 22 hat sie bei keiner richtig zugelegt. Bei keiner Wahl zugelegt. Aber jetzt liegt sie gerade dramatisch zu. Entschuldigung, von 14 auf 19, aber ganz bestimmt. Das heißt, wir haben mittlerweile ein Plateau, auf dem die AfD ist. Und wenn wir dann besondere Umstände haben, so wie jetzt die Ablehnung der Ampelpolitik, dann kommt das sozusagen noch obendrauf. Und in Sonneberg, wie überhaupt in einigen Regionen Ostdeutschlands, haben wir ganz besondere Voraussetzungen, Bedingungen, die dazu führen, dass eben
Kandidaten der AfD sehr wohl wählbar erscheinen. Wir haben ja schon bei Landratswahlen im letzten Jahr, haben wir schon auch in Sachsen, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern solche Konstellationen gehabt, wo es wirklich spitz auf Knopf stand und wo sich alle gegen den AfD-Kandidaten oder die Kandidatin zu einer Allianz zusammengefunden haben. Und da ging es noch mal gut. Diesmal ist es nicht gut gegangen. Also wir haben Konstellationen, die wir schon kennen aus den vergangenen Jahren. Frau Lorenz, was wird sich denn dann ändern, jetzt, wenn es einen AfD-Landrat gibt? Bisher ist die AfD ja so nicht in politischer Verantwortung. Was kann sich dann konkret ändern? Ja, das ist ja ein Verwaltungsamt, das heißt, so viel wird sich jetzt nicht ändern. Man wird noch mal feststellen, wie viele Dinge vorgegeben sind in einer konkreten Arbeit einer Kommune beziehungsweise eines Landkreises. Man wird auch sehen, wie sehr man abhängig ist von den finanziellen Zuweisungen. Natürlich kann man nicht die Europolitik ändern und die allgemeine Migrationspolitik, das wird man auch feststellen. Und insofern wird der neue Landrat sehr schnell auf den Boden der Tatsachen auch kommen. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass da nicht alles gleich kollabiert, sondern dass der Landkreis auch normal geführt wird. Und dann ist ja die Frage, wie reagieren die Bürgerinnen und Bürger und auch die anderen Parteien, wenn jetzt nicht sofort alles den Bach runtergeht. Das ist viel schwieriger, also die Normalisierung einer AfD-Politik. Die Normalisierung oder halt eben auch die sozusagen der Praxischeck, der dann ja kommen muss. Also dann ist ja der Realitätscheck da und dann kann man vielleicht manche Dinge nicht so umsetzen, die man vorher kritisiert hat. Ja, also das glaube ich, würde eher der AfD in die Karten spielen, weil sie ja behaupten könnte bei jeder Gelegenheit, der Landrat, dass irgendwas nur nicht klappt, weil die anderen Parteien ihm übel mitspielen und nicht reinlassen und deshalb nur Geld nicht kommt oder Ähnliches. Also das sehe ich jetzt gar nicht so, dass es so leicht jetzt wäre, quasi die AfD zu demaskieren, sondern im Gegenteil, es könnte auch umgekehrt sein, dass einfach dann weiter von der AfD behauptet wird, sie wird ausgegrenzt und nur deshalb, weil jemand ein AfD-Parteibuch hat, fließt kein Geld oder wird eine Schule geschlossen oder Ähnliches. Mhm. Frau Mayer, ist das sinnvoll jetzt? Also Sie haben es ja eben schon gesagt, die anderen Parteien haben sich zusammengetan bei dieser Stichwahl, um eben gemeinsam zu sagen, wir alle da gegen den AfD-Kandidaten. Macht das Sinn, diese Art der Politik fortzusetzen? Oder muss man jetzt, wo jemand die Mehrheit hat und gewählt ist, anders damit umgehen? Ich glaube, dass sich alle Parteien, also und zwar von der Bundesebene bis in die Länder, jetzt fragen müssen, wie sie sich verhalten wollen. Denn das hat ja jetzt schon mal nicht geklappt. Ja, und es ist wirklich eine große Frage, was sie tun wollen. Also man sieht, dass wenn alle zusammenhalten, werden sie ununterscheidbar. Also dann erscheinen sozusagen die Parteien der Mitte, sage ich jetzt mal, als monolithischer Block, die sich nur gegen etwas stellen und nicht sagen, was sie eigentlich, also wofür sie eigentlich stehen. Und dann wird es schwierig. Und ich bin da ganz ratlos gerade. Also ich bin ja, Kollege Bröcker und ich, wir sind ja auch hier in Berlin unterwegs und ich glaube auch Sie fragen bei jeder Gelegenheit jeden Spitzenparteipolitiker und Parteipolitikerin, was ist denn Ihr Plan? Und es gibt keinen bis jetzt. Und also man kann es wirklich mit Händen greifen, die Ratlosigkeit, die da gerade besteht. Andererseits aber das klingt so ein bisschen so, als wäre die AfD ja gerade erst irgendwie in den Bundestag und in den Landtag gekommen. Aber eben, das ist also es gab vor zwei Wochen einen ganz guten analytischen Text im Spiegel zum Beispiel, wo Stratege der AfD gefragt wurde, was ist denn Ihre Strategie für die Landtagswahl? Da hat er gesagt, wir gucken einfach, was die Grünen machen und behaupten das Gegenteil. Ganz einfach. Ja? Und wir brauchen keine Strategie. Wir sind einfach nur dagegen. Und natürlich kann man sagen, in der Praxis wird sowas auch irgendwie an sein Ende kommen. Also dieser Landrat hat ja, glaube ich, keine Mehrheit im Kreistag. Und der wird schon auch irgendwie verhandeln müssen. Aber trotzdem ist es die große Frage. Ich sehe im Moment noch keine Ansätze für eine echte Strategie. Wo die Strategie muss ja sein, Menschen wieder zurückzuholen zu anderen Parteien. Ja, genau. Herr Vorländer, was würden Sie sagen, was würden Sie jetzt der Union raten, also um halt eben Menschen wieder von der AfD zurückzugewinnen? Was wäre wichtig? Sie muss im Bund ihre Oppositionsrolle finden.
Das ist, glaube ich, das größte Problem. In der Regel ist es ja so, wenn es eine Koalition gibt, die in der Regierung ist, die eine Politik macht, die allgemein auf Widerstand stößt, dann ist es die vornehmste Rolle der größten Oppositionspartei, die Alternative darzustellen zur Regierungspolitik. Also eine Alternative und nicht einfach nur dagegen sein. Nicht einfach nur dagegen sein. Vor allen Dingen auch jetzt nicht der AfD nochmal bei den Themen nachlaufen. Das halte ich für ganz verkehrt. Sondern sie muss zeigen, dass sie die bessere Politik verkörpert und dass sie eben die wirkliche Alternative zu den Koalitionsparteien ist. Heißt konkret für die Union, sich eher nach rechts zu bewegen oder eher in die Mitte? Merz hat ja gesagt, der Parteivorsitzende, unser Hauptgegner sind die Grünen. Ist das richtig? Ja, aber das sagt die AfD ja auch, wie gerade schon gesagt worden ist. Da kann man sozusagen nicht in die Konkurrenz treten. Das ist verloren, weil dann immer das Original gewählt wird und vor allen Dingen auch, weil die Agenda der AfD ja aufgewertet und nobilitiert wird. Die wird sozusagen in die Mitte der Gesellschaft hineingeholt. Ich glaube, das dagegen hilft nicht, sondern man muss eben zeigen, dass man eine bessere Klimawandelpolitik betreibt und was die Konzepte sind dafür. Ich glaube, das wäre das Entscheidende. Aber die AfD punktet damit, dass sie zum Beispiel sagt, Klimawandel gibt es nicht und wir wollen all diese ganze Energiewende nicht. Damit punktet Sie verlangen etwas von der Union, was wirklich nicht machbar ist. Sie haben gerade gesagt, sie soll eine Opposition entwickeln zur Ampel. Also müsste sie dagegen sein. Also müsste sie gegen ein grün dominiertes Heizungsgesetz sein. Ist aber die AfD auch. Sie müsste vielleicht sogar in der Migrations-, Sozial- und Finanzpolitik gegen zentrale Ampelbeschlüsse sein. Ist die AfD aber manchmal leider auch. Also die Frage, dagegen zu sein und trotzdem konstruktiv zu sein, ist übrigens schwierig. Übrigens ist sie nämlich konstruktiv. 100 von 188 Initiativen der Ampel hat die Union mitgetragen. Wer da also bei der Union irgendwie den scharfkantigen Oppositionswahlkampf sieht, den gibt es gar nicht. Die Union, die Union weiß nicht, was sie will. Die weiß nicht, was sie will. Und nur weil die AfD ein Thema bei ihren Wählern ganz oben hat, zum Beispiel Migration, heißt das nicht, dass ich das als größte Oppositionspartei nicht machen darf. Im Gegenteil. Ich will es nur mal sagen, dass dieses Migrationsthema ist bei jedem Landrat, auch bei grünen Landräten, das Thema Nummer eins. Und nur weil es die AfD plakatiert, soll die Oppositionspartei sich dazu nicht klar äußern dürfen. Natürlich, im Gegenteil. Die verdruckste Politik der Ampel bei dem Thema führt ja eher dazu, dass die AfD gewinnt. Und ich kann auch nicht als Union dann sagen, naja, aber dann wählen sie das Original, deswegen spare ich das Thema Migration mal aus. Also so einfach ist es leider nicht. Dagegen das habe ich auch nicht. Da sind wir scheinbar einer Meinung. Also weil ich sehe das nämlich auch so. Die Union macht im Parlament, im Bundestag eine sehr engagierte Oppositionspolitik. Auch fachlich, finde ich. Also auch zum Beispiel bei der Wärmepolitik, bei der Energiepolitik, bei der Friedenspolitik. Also die haben sich da nach anfänglichem großen Geheule super eingefunden. Also ja? So. Was ich aber, der Unterschied, den ich wahrnehme, ist der Ton, die Tonlage. Die eskaliert gerade. Das ist eigentlich eine Person, nämlich der Partei- und Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz. Der reitet das Pferd der AfD gerade. Und ich finde, die Partei ist ja gerade wirklich mitten in so einem Prozess. Sie schreiben an ihrem Programm. Und ich habe gerade das Gefühl, die sind inhaltlich entleert sozusagen, wissen nicht, wer sie sind. Das haben sie im Grunde auch gerade gesagt. Und machen jetzt einfach, was der Chef sagt. Es gibt keine Stärke in der Mitte dieser Partei. Aber der weiß ja selber nicht, was er will. Ist es das, Frau Lorenz, ist es das, wenn die CDU stärker weiß, wo sie hin will, ob sie, was weiß ich, mehr nach rechts will oder mehr in die Mitte, würde das helfen, Menschen zu überzeugen, dass sie sagen, ja, ich mache mein Kreuz dann lieber bei der CDU? Wie sehen Sie das? Ja, ein bisschen ist da immer was zu holen, weil eben grundsätzlich viele Menschen nicht an eine bestimmte Partei gebunden sind. Also ich will das nicht ausschließen, aber letztendlich besteht ja das Problem strukturell. Also man muss an die strukturellen Probleme ran. Man muss da ran, dass die Menschen eben nicht angebunden sind an die Kanäle der Interessenrepräsentation, ob das nun Gewerkschaften, Kirchen oder Parteien sind, dass ihre Interessen nicht richtig eingespeist werden, dass bestimmte Dinge nicht so richtig gut funktionieren in den ländlich-peripheren Räumen. Und das sind doch Dinge, die viele interessieren. Also in unserer Forschung haben wir gefragt, was sind denn für Sie die wichtigen Themen? Und da haben uns viele Menschen gesagt, in diesen Gebieten, es ist Gesundheit, es ist Sicherheit und es ist Bildung und soziale Themen. Das sind ja so ganz klassische Themen. Mhm. Und da ist zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht viel wichtiger, was in den nächsten Monaten passiert in Bezug auf die Krankenhausreform. Das beschäftigt sehr viele Menschen in diesen Regionen, dass das Krankenhaussterben nicht weitergeht.
Und das Heizungsgesetz wird als viel weniger wichtig erachtet, weil allgemein das Thema Umwelt als weniger erachtet wird. Und deshalb soll man das jetzt nicht natürlich liegen lassen, aber sich dessen doch bewusst sein, dass in bestimmten Räumen ganz völlig andere Themen relevant sind. Mhm. Jetzt gibt es Umfragen. Sie haben auch schon Untersuchungen angesprochen des Leipziger Else-Frenkel-Brunswick-Instituts. Da gibt es eine ganze Reihe von Folgen. Und eine ist 77%, also in Ostdeutschland, sagen, sie hätten keinen Einfluss darauf, was die Regierung tut. Und 64% sagen, ich halte es für sinnlos, mich politisch zu engagieren. Da fragt man sich ja, wie konnte das passieren, Herr Vorländer? Ja, aber das sehen wir auch schon seit vielen Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten. Das ist genau der populistische Reflex. Was die da oben machen, das geht an unseren Interessen vorbei. Und das ist eine ganz bestimmte elitenkritische Einstellung. Und deshalb werden eben auch von der AfD genau diese Themen so gesetzt. Das andere sind eben die Kartellparteien, die sich jetzt auch noch zusammenschließen gegen die AfD. Das ist sozusagen die Sprache der AfD, die Altparteien. Und die verkörpern das Establishment und regieren an uns vorbei. Das ist sozusagen die Grundstimmung. Und die können wir seit vielen Jahren immer wieder so beobachten. Insofern ist dieses Ergebnis jetzt nichts Besonderes. Es gibt ja auch politische Unterschiede. Die Deutschen waren mehrheitlich dafür, die länger laufen zu lassen. Sorry, ich bin auch nicht dafür, aber es ist so. Heizungsgesetz, 2/3 der Deutschen finden es so einfach nicht richtig. Aber zu schnell, zu hart. Und bei der Migration sagen auch 2/3, dass wir da aber trotzdem wählen doch dann nicht 2/3 die AfD. Nein, AfD nährt sich durch Elitenverdrossenheit, Medienverdrossenheit, Politikverdrossenheit. Und wenn wir immer wieder, egal bei welcher Bundesregierung, zentrale Themen gegen die Mehrheit der Menschen entscheiden. Sie können ja trotzdem richtig sein. Aber dann darf man sich nicht wundern, dass sich irgendwie eine Form des Protests gesucht wird. Ist doch klar. Mhm. Frau Lorenz, würden Sie das auch so sehen, dass Sie sagen, das ist so klar, es geht um Eliten und um die anderen? Weil nicht alle entscheiden sich ja so. Nee, ich würde sagen, dass die Einschätzung, dass man mit bestimmten Positionen, die abweichen, sich nicht durchsetzen kann, also nicht seine eigene Handschrift in der Regierung hinterlassen kann, ist ja realistisch, weil nun mal manche Positionen sehr stark abweichen und nicht dem Grundkonsens der Mittepolitik in Deutschland entsprechen. Insofern ist die Einschätzung durchaus ja richtig, dass bestimmte Positionen nicht mehrheitsfähig sind. Und es ist ja tatsächlich so, dass die Regierungsparteien im Bund im Osten nur von ungefähr 42% der Wähler gewählt wurden. Also eine Mehrheit hat es im Osten nicht. Und wenn wir jetzt wieder in die ländlich-peripheren Räume gehen, dann ist es dort ja sehr viel niedriger noch, der Anteil der Wähler. Weil ja zum Beispiel die SPD in den größeren Städten in Ostdeutschland ja durchaus stärker gewählt wurde als in den ländlichen Räumen. Und bei den Grünen ist es ja der Unterschied noch viel stärker. Und insofern ist es auch realistisch zu sagen, wenn solche abweichenden Positionen vertreten wurden, dass man da nicht regiert. Das ist ja in Bayern mit der CDU jetzt auch genauso. Die wählen auch nicht alle AfD. Also das ist richtig. Aber da hat man dann oft eine Landesregierung, die kompensiert, dass man nicht abgebildet ist. Und in Thüringen funktioniert es eben nicht. Da hat man eine Regierung aus Linke und anderen Parteien, die natürlich jetzt nicht in Opposition stehen zur Bundesregierung. Also da könnte jetzt die CDU natürlich die Gunst der Stunde nutzen und sich profilieren, um hier zu kompensieren. Mhm. Aber die Einschätzung, dass man nicht regiert, ist ja realistisch. Ja. Ja, das hieß ja dann, von Bayern lernen wäre dann das Richtige, also in dem Fall. Das wäre ein harter Anti-Grünen-Kurs, woher Frau Lerner gerade eben zu Recht analysiert hat, das kann es auch nicht sein. Ja, da gibt es ja die Aiwanger-Leute, das heißt, es gibt da ein Ventil. Es gibt ein kleines Ventil und man sucht immer das Ventil. Und wenn eben das Misstrauen gegenüber der Politik und vor allen Dingen der zentralstaatlichen, in Berlin gemachten Politik so groß ist, dann wird sich eben immer die Partei als Siegerin nicht nur empfinden, sondern auch bei dem Wahltag herausstellen, die genau das aufnimmt. Und diese Stimmungen werden eben von der AfD systematisch aufgenommen, auch nochmal befeuert. Und dann kommt eben so etwas heraus. Und deshalb hat eben auch der Kandidat Sesselmann in Sonneberg diesen Wahlkampf so gemacht, wie er ihn gemacht hat. Und das war erfolgreich. Und das wird auch das Rezept sein bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr. Deswegen wünschte ich mir trotzdem, dass auch die Grünen
schauen in Ihren Analysezentralen, in der Bundesgeschäftsstelle, was Sie vielleicht falsch gemacht haben, damit sowas passiert. Genauso wie die Union, wie die SPD. Das ist wirklich eine Frage an alle demokratischen Parteien der Mitte, wie, was Sie beigetragen haben, um die so das groß zu machen. Und trotzdem war die DVU auch mal in 7 Landtagen und die Republikaner auch. Und die gibt es heute nicht mehr. Man darf es auch nicht überbewerten. Es kann auch nächstes Jahr wieder ganz anders aussehen. Bei den Grünen erleben wir doch gerade zurzeit, dass die sozusagen so ein bisschen mehr Culpa machen und sich einsichtig zeigen und so. Also das, ich glaube, auch vor dem Hintergrund, dass Sie wissen, dass nächstes Jahr die Landtagswahlen im Osten sind. Und mit diesen Ergebnissen gehen Sie ins Bundestagswahljahr. Ja? Also das ist einfach klar, so geht es nicht weiter. Aber wie gesagt, ich sehe keinerlei Ansätze bis jetzt. Aber trotzdem nochmal die Frage, wenn es eben dann doch so viele andere Ergebnisse auch in Ostdeutschland gibt, was ich eben ja auch gesagt habe, so viele, die sagen, ist egal, was ich mache, ich habe ja eh keine Möglichkeit, mich politisch zu beteiligen. Aber andere Ergebnisse sind auch, wo mehr als 20% sagen halt eben, ohne Judenvernichtung könnte man Hitler als großen Staatsmann ansehen. Oder knapp 70% sagen, die Ausländer kommen nur hierher, unseren Sozialstaat auszunutzen. Ist es dann doch da die Überzeugung einfach anders, Frau Lorenz? Oder nochmal, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert, sagen 14% teilweise zustimmen, bei weiteren 19%. Also das, wenn ich das lese, denke ich, es kann jetzt nicht an der Ampel alleine liegen. Da muss irgendwie noch was anderes sein. Erklären Sie es mir. Genau so ist es. Das ist so, ich finde, man bräuchte eigentlich eine gute Auswertung nach Siedlungsort und nicht nur nach Bundesländern, wie es gemacht wurde, um noch besser zu verstehen, was dahinter steht. Wir wissen ja schon, dass es nicht unbedingt Menschen sind, die weniger gebildet sind oder sozial schwächer, die solche Einstellungen haben. Man muss das besser verstehen und eben etwas tun. Und das kann nur langfristig geschehen. Und das hat sich so lange aufgebaut. Wir sehen das in so vielen Umfragen seit Jahren, dass man eben auch nicht das schnell ändern kann. Und es reicht nicht einfach nur, eine Parteistrategie zu ändern oder eine rhetorische Strategie. Da gehört ganz viel dazu. Es gehört dazu, sichtbar zu sein in den Regionen. Es geht darum, dass man die Menschen auch irgendwie abbildet in den Diskursen, dass sie viele sagen, sich selber erkennen in Nachrichten und Medien und so weiter. Viele sagen, die AfD ist so ein bisschen zu der Kümmererpartei geworden. Also wenn die Menschen da Probleme haben, was weiß ich, mit ihren Formularen, mit bestimmten Dingen, dann wären es Leute der AfD, die dann helfen und weniger die anderen. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen? Ja, sie sind da vor Ort und es unterstützen ja auch und bieten sich Leute der AfD an, aktiv zu sein, die AfD manchmal ja auch gar nicht, noch nicht mal selber will. Das sind einfach Leute, die man vor Ort oft kennt. Und das ist bei einigen anderen Parteien eben nicht der Fall, die das Problem haben, obwohl sie auch Nachwuchs suchen und Leute, die mitmachen, dass sie da nicht auf offene Ohren stoßen. Und das Problem, das muss einfach behoben werden. Sonst wird es immer so sein, dass bestimmte Interessen unterrepräsentiert sind und Menschen sagen, wir sind nicht abgebildet. Sie haben ja dann auch recht, aber sie müssen sich auch selber einbringen in die Parteien und da ihre Wünsche vertreten. Also was mich da als Ostdeutsche jedes Mal verzweifeln lässt, ist, dass eigentlich die müssen da sichtbar sein, die müssen da mitmachen, die Leute müssen mitmachen können und sich gesehen fühlen. Das wird eigentlich nach jeder Landtagswahl und jeder Bundestagswahl gemacht. Also jede Partei, mir fällt da jetzt die SPD in Brandenburg ein, wo ich lebe, sagt dann, aber ab jetzt sind wir aber sowas von da. Ja? Wir werden dort ein Büro eröffnen und so weiter. Und es ist es versickert einfach wieder. Natürlich auch, weil die Parteien gar nicht die Leute haben, das wirklich zu tun. Ja? Und bei der AfD, und da kommen die Leute ins Büro und sagen, hallo, wir würden gerne die Plakate hacken. Ja. Also da sieht man einfach die Mobilisierungsmöglichkeit und die Anschlussfähigkeit. Und dann reden wir vor allen Dingen über den ländlichen Raum. Ja. Aber deswegen ist auch aus meiner Sicht nicht das Rezept, wir müssen jetzt in den Parteigliederungen unten noch bessere Volksfeste organisieren und bessere Hüpfburgen aufbauen, weil wir vor Ort sind. Vertrauen, Sie haben es doch gerade selber gesagt, Frau Lorenz, das Vertrauen in alle etablierten demokratischen Parteien ist wirklich minimal. Das Vertrauen, dass diese Politiker nicht an ihre eigenen Interessen denken, dass sie vernünftige, maßvolle Politik machen mit einem klaren Ziel. Und wenn das passiert, dann hat die AfD doch gar keine Angriffsfläche mehr. Und das gilt für alle Parteien. Frau Lorenz?
Das ist richtig, aber wir wissen aus der Forschung ja, das Vertrauen, das ist ja sehr abstrakt. Mhm. Die Leute entwickeln nicht Vertrauen abstrakt in irgendwelche Institutionen, sondern es wird immer vermittelt über Personen, denen man vertraut. Das ist also gut gesichertes Wissen. Und es ist einfach notwendig, dass diese Personen auch vor Ort sind. Und ja, es wurde oft sich vorgenommen, wir machen das jetzt anders. Und es ist auch schwer, mit wenig Personen da von vor Ort zu sein. Es muss aus der lokalen Gesellschaft selber kommen, aus Sonneberg selber und aus anderen Orten, dass die Mitte der Gesellschaft, die Gemäßigten, dass die sehen, ja, es braucht uns und wir nehmen hier mal unser Schicksal in die Hand. Aber nur ein Satz von uns, Herr Habeck, war der beliebteste Politiker Deutschlands vor einem Jahr. Der beliebteste Politiker Deutschlands, die Grünen bei 23%. Der war jetzt nicht vor Ort, sondern der war einfach da und er hat sehr viel richtig gemacht und ist heute Platz 6, 7, 8 und sein Heizungsgesetz wurde in Bausch und Bogen von der Mehrheit der Deutschen kritisiert. Es hat leider oft auch mit der Bundespolitik zu tun. Aber die Umfragewerte sind immer noch in etwa gleich, also wirklich ein Prozentpunkt unter dem vom Wahltag. Gerade in Thüringen bei der AfD sieht, wie Björn Höcke, der nun wirklich jemand ist, der wirklich radikal ist, Herr Fohlen, wie kann das sein, dass Menschen ihm dann vertrauen? Ja, weil er aus Sonneberg kommt, er ist dort geboren, ist aber auch der Kandidat der CDU und er hat eine erfolgreiche Anwaltskanzlei und er ist einfach präsent. Das war Herr Sesselmann. Ja, Sesselmann, ja. Ja, ich meinte Herrn Höcke. Also wenn man jetzt jemand... Der kommt nicht aus Sonneberg. Herr Sesselmann, das kann man ja noch nachvollziehen. Aber dass man auch sagt, eine Partei, wo jemand wie Herr Höcke in der ersten Reihe steht. Ja, ich glaube, die Sachen laufen ja anders, weil die sich eben anbieten als Ventil des Widerstands. Sie organisieren den Widerstand, ja. Das ist eine Widerstandsrhetorik, die dort seit Jahren eingeübt und praktiziert wird. Das fing auf der Straße an, bei den großen Demonstrationen von Pegida, wo nachher alle Widerstand riefen. Und da hat sich die AfD draufgesetzt und gerade die Thüringer mit der Unterstützung auch von Kubitschek und anderen haben das ganz genau ausgewertet und haben genau ihre Strategie darauf gesetzt. Und das gelingt ihnen immer wieder, vor allen Dingen in den Peripherien auch der größeren Städte, aber in den ländlichen Regionen, wo es ohnehin schon einen gewissen Widerstandsgeist gibt, der sich aus kleingewerblichen, mittelständischen Eigensinn ergibt, der sich auch aus ganz bestimmten geografischen Randlagen ergibt. Sonneberg liegt im Tal, im Grenzgebiet zu früher an der Zonengrenze, heute an der Grenze zu Bayern. Das ist sozusagen auch ein Gefälle. Außerdem haben diese Städte alle, auch der gesamte Osten, eine enorme Transformation durchgemacht. Und das kommt ja noch mit hinzu. Wenn also die Menschen, das Argument ist ja dann auch richtig, was vorgetragen wurde, wenn die Menschen es dort geschafft haben, vielleicht Grund und Boden wieder zu haben, haben ihr Häuschen eingerichtet, haben eine Heizung installiert und jetzt sollen sie auf einmal nach 10, 20 Jahren schon wieder alles rausschmeißen und investieren. Und das ist eigentlich schwer zu vermitteln. Aber 73% der AfD-Wähler haben bei der letzten Bundestagswahl, das war in Sonneberg, haben gesagt, dass sie... 73% der AfD-Wähler haben bei der letzten Bundestagswahl gesagt, dass ihre wirtschaftliche Situation gut sei. Und auch in Sonneberg ist die Arbeitslosenquote ja sehr niedrig und geht es den Menschen ja nicht. Aber Sie sagen gleichzeitig immer, die eigene Situation ist gut. Aber wenn es darum geht, die allgemeine Situation einzuschätzen, dann sagen 80%, es ist schlecht. Das heißt sozusagen, die Zukunftserwartungen, auch die Zukunftsängste, die sind sehr stark. Und das ist auch nochmal, das Angstmomentum gehört auch mit zum Erfolgsrezept, das aufzugreifen, noch zuzuspitzen, was die AfD dann sehr systematisch entfaltet. Herr Bröker, Sie haben getwittert, wir Medien sind bei der Berichterstattung über die AfD seit Jahren verdruckst, feige und zum Teil verlogen. Ich auch. Was meinen Sie denn damit? Ja, wir haben ja genau, wie Frau Meyers eben gesagt hat, ähnlich wie die Politik noch nicht den richtigen Umgang gefunden mit der AfD. Ich spreche jetzt für uns als Medium und will gar nicht über andere reden. Mit wem machen wir die Interviews? Wie machen wir die Interviews? Jetzt die Riesendebatte über das Sterncover mit Alice Weidel. Wo haben wir denn die AfD-Politiker wirklich gestellt? In welchen Interviews? Ich kenne sehr viele Medien, auch wir, halten uns sehr zurück mit Interviews mit AfD-Politikern, weil wir ihnen einerseits nicht die Bühne geben wollen für ihre Propaganda, die schlimm ist, die rechtsradikal ist
Und auf der anderen Seite müssten wir sie doch eigentlich stellen, weil sie demokratisch gewählte Parteien sind. Und unser Auftrag ist als Journalisten, ist, sie zu stellen und offenzulegen, wie sie wirklich ticken. Und ich finde, da gab es viel Zickzack bei uns auch. Und ich glaube deswegen, wenn wir auf die Politik schauen, mit der Hand schaut immer auch ein oder zwei Finger wieder zurück auf uns Medien. Auch wir müssen konsequent, kritisch, mit einer klaren demokratischen Haltung natürlich, aber eben auch mit der AfD anders umgehen und auch mit ihnen ringen, diskutieren, Interviews führen. Wahrscheinlich haben wir da in den letzten Jahren viel falsch gemacht. Sonst wären sie nicht da. Die reine Ausgrenzung und die reine Ignoranz und Ausgrenzung, die wir ja auch gerade machen, die machen wir auch. Wir bei uns machen die. Hat leider nicht dazu geführt, dass nicht jetzt doch die AfD bei 5 oder 6% in den Umfragen liegt, sondern bei 20%. Mhm. Wir haben es ja nicht hingekriegt. Mhm. Frau Mayer, würden Sie das auch sagen, dass man Herrn Höcke eine Bühne bieten sollte, zum Beispiel stärker? Also ehrlich gesagt nicht. Ich finde, dass Alice Weidel ist die Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag. Die hätte ich vielleicht jetzt nicht gerade als... es ist immer schwierig, über Kollegen und so schlecht, also sie zu kritisieren. Aber ich hätte sie vielleicht nicht auf den Titel genommen. Das muss nicht sein. Das ist eine Bühne, die sozusagen, das feiert sie. So. Aber es ist quasi Posterjournalismus. Aber dass man mit AfD-Politikerinnen und Politikern redet und auch, ich finde zum Beispiel das Format des Streitgesprächs sehr gut. Also da sozusagen gar nicht nur Interviewerin und Politikerin, sondern auch Antipoden. Politische Antipoden quasi miteinander, um die besseren Ideen ringen zu lassen, das finde ich schon richtig. Und ich glaube... Konsequenterweise dann auch in der Politik zum Beispiel die Position des Bundestagsvizepräsidenten für jemand von der AfD, das ist ja immer noch vakant. Das ist immer noch vakant, ja. Ich sehe die Schmerzen der AfD dabei. Ja. Ich sehe, habe aber auch gesehen, dass es einen AfD-Politiker, ich glaube, im Auswärtigen Ausschuss gab, der Unglaubliches da verzapft hat und wieder raus... im Rechtsausschuss. Und der dann quasi wieder rausgeführt wurde, weil er einfach wirklich demokratieschädigend sich verhalten hat im Deutschen Bundestag. Ich meine, das ist, da guckt die ganze Welt drauf. Ja, und Sie repräsentieren Deutschland nach außen. Ja. Bei der Bundestagsvizepräsidentin habe ich ein Riesenproblem mit einem AfD-Politiker. Aber ganz im Ernst, er muss sich seine eigene Mehrheit im Parlament dann auch holen für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten. Er hat kein Anrecht darauf, kein demokratisches. Er muss gewählt werden. Wenn er das nicht wird, dann muss er damit auch leben. Ist so. Frau Lohens, was würden Sie sagen? Was würden Sie auch jetzt hier den Kollegen oder uns Kollegen von den Medien sagen? Was ist gut, damit wir unsere Demokratie ja weiter stärken in dem Sinne und eben da miteinander besser ins Gespräch kommen und auch mit mehr Verständnis für vielleicht Positionen der Wählerinnen und Wähler? Ja, ich glaube, man muss gar nicht nur darüber nachdenken, wie man mit der AfD umgeht, sondern wie man mit Menschen aus den Regionen, in denen die AfD stark gewählt wird, umgeht. Die müssen abgebildet werden. Das muss ja gar nicht unbedingt die AfD nur sein. Also, dass die einfach das Gefühl haben, dass ihre Themen, die sie interessieren, auch abgebildet sind. Das scheint mir eigentlich noch viel wichtiger, als wie man mit der AfD umgeht. Und da gibt es ja große Unterschiede nach AfD, auf welcher Ebene. Ich finde zum Beispiel, dass auch Journalisten und Journalistinnen ja auch aus den ländlich-peripheren Räumen, ein paar gibt es ja noch, dass die auch mal abgebildet sein könnten in solchen Diskursen. Leider haben wir ja das Zeitungssterben auch und viele Menschen erreichen auch in diesen Gebieten gar nicht mehr Qualitätsjournalismus. Zeitungen werden nicht mehr ausgeliefert, weil es sich nicht lohnt und so. Das muss man alles mitsehen, dass die auch die Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen auch für guten Journalismus ja in diesen Regionen auch nicht gerade so gut sind. Dazu würde ich gerne kurz was sagen. Ich war gestern Abend bei einer Lesung von Dirk Oschmann, der dieses Buch geschrieben hat, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, Herr Vorländer lacht. Aber da ging es auch stark um Gefühle. Das war, man hat es gemerkt, dass die Leute regelrecht dankbar waren, dass überhaupt über sie gesprochen wird und dass quasi jemand sich hinstellt und sagt, ja, ich verstehe das, wir müssen immer erklären, also die einen sind das Normale und wir sind sozusagen das Andere. Und das müssen wir, und jedes Mal, wenn wir den Mund aufmachen mit einer ostdeutschen Erfahrung, müssen wir erklären, dass wir uns natürlich vom Unrechtsstaat distanzieren und erstmal drei Erklärungen abgeben, bevor wir gucken, wie er schon guckt. Aber, das ist ganz klar, das ist, glaube ich, auch dem Autor dieses Buch ist vollkommen klar, dass das ein absolutes Reizthema ist. Aber was ich sagen will, ist, man hat es im Publikum auch an den Fragen des Publikums gemerkt. Das waren alles jetzt, die kamen nicht aus ihren Tälern, die kamen aus ihren Vororthäuschen und aus ihren Prenzlauer Berger Parkettwohnungen. Und die waren begierig,
ihre Geschichten zu erzählen. Und das ist wirklich, wenn Sie sagen, Frau Lorenz, sozusagen die Lebenswirklichkeit abzubilden, sie überhaupt sichtbar zu machen, da hat der absoluten Punkt, der Herr Oschmann. Und dieses Bedürfnis ist sehr stark, also so viel vielleicht auch zu Medien. Mhm, ja. Wie würden Sie sagen, weil Sie jetzt gelacht haben, also würden Sie sagen, es ist dann tatsächlich, hat doch was damit zu tun mit Ostdeutschen, Menschen, die sich da nicht gesehen fühlen, ist das so? Ja, da werden ja Identitäten auch wieder neu konstruiert. Die sogenannte ostdeutsche Identität ist ja erst ein Produkt seit 2014, 15. Da beginnt man überhaupt, sich als Ostdeutscher zu definieren, auch im öffentlichen, Diskurs. In Baden-Württemberg auch ländliche Räume. Weil der Osten natürlich am Anfang nicht vertreten war in diesem Diskurs. Und ich weiß das noch ganz genau, 14, 15, als Pegida in Dresden anfing, da waren westdeutsche Medien dort und für die waren das alles Neonazis oder Faschisten. Natürlich gab es da Rechtsextreme und Rechtsextremisten dabei, gerade bei den Organisatoren. Aber die Menschen, die damals auf die Straße gingen, die suchten nach einer Möglichkeit, ihr Gefühl, nicht gehört zu sein, zu wenden und eine Stimme zu gewinnen. Und das ist das Entscheidende. Das ist sozusagen das Oschmann-Prinzip, was er sozusagen jetzt noch mal auf die Spitze treibt, über 30 Jahre nach der Wende, ein bisschen spät. Aber das ist so ein Versuch, sozusagen Ostdeutschland jetzt eine Stimme zu geben, weil die Stimmung verbreitet ist, dass man immer als Bürger zweiter Klasse behandelt worden ist. Ob das nun stimmt oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber das ist sozusagen die Grundbefindlichkeit und das Grundrauschen. Ja. Und darauf setzt natürlich, früher hat die Linke versucht, das sozusagen aufzufangen, hat aber verloren. Und jetzt ist die AfD diejenige, die das genau zu mobilisieren versteht und verknüpft mit solchen Widerstandsaktionen gegen das Heizungsgesetz oder gegen die Migration und. Das sind beides aber sozusagen gegen das Heizungsgesetz wechselseitige. Haben natürlich auch die Kollegen der Bild-Zeitung extrem Stimmung gemacht. Ja, aber das macht doch nicht. Also ob jetzt die Bild-Zeitung den Heizhammer als Wort erfindet oder ob zwei Drittel der Deutschen der Meinung sind, es kommt zu früh, ich verstehe es nicht und ich kann es mir nicht leisten, sind für mich zwei Paar Schuhe. Nimm mal die Bild-Zeitung raus, komplett aus dem Diskurs, dann gäbe es weiterhin eine deutliche Mehrheit der Deutschen, die sagen, lieber Herr Habeck, die Ziele ja, aber bitte so nicht. Aber wir überschätzen manchmal auch die Bild-Zeitung. Herr Brücker, deshalb die Frage, den Schritt dann zu nehmen, AfD zu wählen, ist ja dann nochmal... Nein, aber wir haben ja jetzt gut analysiert, die Befindlichkeiten, das abgehängt dann fühlen, der Frust über Entscheidungen der Bundespolitik, die nicht mein Lebensgefühl drin. Ich bin ganz bei Ihnen, Frau Lorenz. Das Klinikgesetz könnte das neue Heizungsgesetz werden. Es ist wirklich ein dramatisches Problem, wenn wir am Schreibtisch in Berlin Entscheidungen treffen, die entweder in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus oder jetzt vielleicht im ländlichen Raum auch mal eben von oben sagen, diese Klinik brauchen wir da nicht. Wir haben ja eine 10 Kilometer weiter. Genau. Ja. Das ist ein wirkliches Problem. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch in einer Krise oder in vielen Krisen, wo bestimmte auch schmerzhafte Entscheidungen getroffen werden müssen. Haben wir doch letztes Jahr gemacht. Ja, ich sage nur. Ja. Aber da haben wir es doch gut gemacht. Ja. Haben wir doch gemacht. Wir haben bei der Energiekrise doch harte, gute, gut erklärte Maßnahmen getroffen. Die Deutschen waren relativ froh, dass der Winter so glimpflich aufgegangen ist. Und dann kommt er mit dem nächsten Ding um die Ecke. Und jetzt kommt Herr Lauterbach mit dem nächsten Ding um die Ecke. Die überfordern dieses Land. So. Diese Politik überfordert das Land. Das ist das Problem. Auch, dass zum Beispiel Herr Lauterbach im Interview sagt, die tauchen dann in den Rettungsstationen auf, wo sie nichts zu suchen haben. Wo ich denke, ja, weil es keine Ärzte gibt. War der mal also, da? Ja, in einer das Klinik ärgert zuletzt? Mich. Und das fühle ich sehr stark. Ja. Also es geht um das Schließen von Geburtskliniken und so. Das ist einfach, er hat gute Argumente, aber sie sind in meiner Meinung nach nicht überzeugend und nicht gut genug. Mhm. Und das geht jetzt genauso los, das gleiche Theater. Frau Lorenz, dann gucken wir noch mal ganz kurz nach vorne in den letzten 2 Minuten. Was passiert denn oder was ist denn, wenn im nächsten Jahr, im nächsten Herbst, wenn es 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland gibt, Sachsen, Brandenburg und Thüringen, wenn da die AfD jeweils stärkste Partei wird? Wie wird sich dann noch mal ganz extrem etwas ändern oder was denken Sie, was dann kommt? Tja, das weiß, glaube ich, keiner so richtig, wie es da weitergeht. Um mal vielleicht einen neuen Vorschlag in die Debatte einzubringen. Wir haben ja sehr ähnlich polarisierte Stimmungen in den Gesellschaften in unseren Nachbarländern, in anderen postsozialistischen Räumen. Und ähnliche Schwierigkeiten deshalb dort auch manchmal Koalitionen zu bilden. Und dort gibt es ja manchmal Beamtenregierungen, also Expertinnen und Experten. Da ist dann überhaupt gar keine Partei mehr vertreten. Das wäre sogar einigermaßen repräsentativ
für Ostdeutschland, wo wenig Menschen in Parteien sind. Und dann würde man mit wechselnden Mehrheiten regieren. Also diese Idee, die hört man noch selten, funktioniert in Tschechien und jetzt gerade auch in der Slowakei einigermaßen. Okay. Auf Zeit, Expertenregierung. Da sind Sie ganz dagegen. Nein, das wäre sozusagen wie die Brüningsche Notverordnungspolitik. Genau das wollen wir nicht, weil wir auch den Parlamentarismus damit entwerten. Das will ich überhaupt nicht, sondern da müssen sich die Parteien und die Parlamente schon zusammenraufen, dass sie zu tragfähigen und mehrheitsfähigen und durchsetzungsfähigen Regierungen kommen. Okay, wir sind gespannt. Vielen Dank für die Diskussion, auch wenn wir das Problem natürlich noch nicht gelöst haben. Frau Meier, Herr Vohlen, Herr Brückner, vielen Dank, Frau Lorenz, für die Zuschaltung. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Morgen sind wir wieder für Sie da. Dann schauen wir natürlich anlässlich des EU-Gipfels nochmal auf Russland und auf die Entwicklungen dann entsprechend in der Ukraine. Bis dann. Tschüss.